Ja, und damit ein herzliches Willkommen mal wieder zurück zu Resident Evil 3. Im Nest Nummer 2. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwartet, um ehrlich zu sein. Denn ich habe irgendwie so... Ich weiß nicht. Also mich wundert es, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich bin mir ehrlich gesagt wirklich unsicher, ob wir langsam uns schon dem Ende nähern. Kann ich nicht beurteilen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir... Also, was heißt auf jeden Fall weiß? Nee, ich habe jetzt bloß gerade überlegt, weil ich jetzt hier zwei hochwertige Schießpulver sehe. Und ich kann mir eigentlich schon Magnum-Munition machen, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, das wird jetzt mal demnächst kommen. Zumindest denke ich das mal so. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich würde ganz gerne die Magnum eigentlich wieder haben, um ehrlich zu sein. Die war super. Die war tatsächlich super. So, dann gucken wir mal weiter, ob wir hier den Impfstoff finden. Ja, wir müssen den, genau, wir müssen den Impfstoff suchen. Und ich bin vor allem auch gespannt, wo Nemesis sich hier rumtreibt. Denn, wie wir wissen, sind wir hier nicht alleine. Das wäre ja auch mal was ganz was Neues. Okay. Ich bin ja echt gespannt hier. So. Ich schau mal hier kurz. Ach du Scheiße, das schaut ein bisschen größeres Areal zu sein. Es gibt hier auch... Moment. Es gibt ja richtig viele Stockwerke. Ach du Scheiße. Was gibt's denn hier alles? Mitarbeiterpausenraum, okay. Da unten. B2. Es schaut ein bisschen... Es schaut ja echt ein bisschen, es tut mir leid, dass ich es wieder sage, aber es erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 2. Vom Ort her und vom Feeling. Oh je. Ich bin immer gespannt. Greift er mich an? Nee. Ich höre was. Hört ihr das auch? Was ist hier? Irgendwas ist dahinter. Oder ich sehe irgendwas oben drauf. So ein Wackelkopf vielleicht, oder? Oh Mann, ey. Oh je. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß nicht, was mich hier noch so erwartet. Aber ich glaube, wir werden bald richtig schön Ärger bekommen. Ich hoffe, der ist tot. Noch geht's. Die Frage ist immer noch, was Nemesis eigentlich für ein Problem mit uns hat, weil ich meine, man hat es jetzt auch in den Notes gesehen, die wir das letzte Mal gelesen haben, oder in der Note, die wir das letzte Mal gelesen hatten. Nemesis scheint ja bewusst hinter uns her zu sein, aber ich frage mich halt, was wir ihm getan haben. Damit kann ich interagieren. Weil irgendein Grund muss es ja gehabt haben, dass er immer uns verfolgt. Ich dachte am Anfang, das wäre vielleicht bloß so, naja... Einfach halt... Ah, guck an. Ach Mist, ich wollte eigentlich probieren, ob ich mir ein Messer kaputt machen kann. Am Anfang dachte ich halt, na gut, ich meine, das gehört zum Spiel, weil er wird kaum jemand anderen verfolgen. Wenn so ein Monster im Spiel drin ist, dann wird er natürlich einen Spieler verfolgen. Aber es ist ja, es hat ja irgendeinen Grund sogar. Es ist gar nicht mal einfach so, naja, einfach bloß als Gefahr, sondern es gibt ja anscheinend wirklich einen Grund, dass er Jill verfolgen will. Ich bin gespannt. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Oh, okay. War das so eine gute Idee? Ich kann doch da jetzt nicht einfach wieder rausspazieren, oder? Vor allem, es hieß ja,
in dieser einen Note, die wir hier gehabt hatten, Mitarbeitervorschriften, da gab es doch irgendwo, Moment, ich muss die Stelle finden. Ja, guck dann, genau hier. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Ja, wir wissen ja, wie die Disziplinarmaßnahme in Resident Evil 2 hieß, und die hieß Mr. X. Ich frage mich, was hier passiert. Ob das jetzt Nemesis ist? Direkt, oder? Ich denke mal, wenn ich jetzt rausgehe, würde mich das blaue Wunder erwarten. Weil ich... Oh, da ist eine Note. Weil ich bezeichne das, diesen USB-Stick bezeichne ich schon mal als arbeitsbezogene... arbeitsbezogene Daten. Ja, oder ich weiß nicht mehr gerade, wie die genaue Formulierung war, was sie gerade in dieser Note formuliert hatten. Aber irgendwie sowas. Essay zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien, oh Gott, in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Bard, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effiziente Synthese eines Impfstoffes sind wohl sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während des Adjuvans die Wirkung solcher Reaktion verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Okay, also wir brauchen beides. Genau. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zur beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als tausendfache höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Okay, das müssen wir jetzt wohl finden, oder was? Ein USB-Stick. Die Frage ist... Moment, was hat er jetzt gerade so einen Soundeffekt gemacht? Komisch. Ein im Nest 2 genutzter Notfallschlüssel erlaubt es im Falle einer Evakuierung geltende Sicherheitsprotokolle auszusetzen. Okay, wir brauchen jetzt... Also den, denke ich, brauchen wir. Habe ich so eine leichte Vermutung? Den Impfstoff bekommen, nach der Antigenprobe suchen, nach der Adjuvanzprobe suchen. Okay. Die... Ey, das ist ja echt... Das erinnert mich so an Resident Evil 2, ne? Also hier müssen wir anscheinend... Moment, wo kann ich das herstellen? Ach, da hinten. Das ist irgendwie im... Ach, da ist noch ein hochwertiges. Schön. Wo musste man das jetzt produzieren? Moment, ich laufe, glaube ich, gerade komplett falsch, oder? Ne, dahinter muss ich... Ah! Da gibt's auch so einen Behälter. Ja, sag mal, ist hier... Das ist alles ziemlich ähnlich, ne? Oder? Also, ich meine, da, ich merke da schon... So Parallelen. Kann ich da jetzt einfach raus, oder? Jumps... Ah ne, ich dachte, der Schatten bewegt sich. Und das Wackelkopfgeräusch ist auch weg. Ich traue dem Ganzen nicht. Okay, also da müssen wir auch noch hinter. Ich gehe erstmal kurz runter. Okay, also ich sehe jetzt hier noch nicht irgendwie, dass wir in einer Gefahr entgegenstehen, aber ich glaube, da werde ich mich... Ich glaube, das wird sich bald ändern, tatsächlich. Ich glaube nämlich irgendwie, dass jetzt gleich was passieren wird. Bin ja gerade ein bisschen vorsichtiger, wie man vielleicht leicht merkt, aber irgendwie, ich weiß nicht, mir schaut es hier irgendwie alles so freundlich gerade aus.
So, den USB-Stick behalte ich mal. Weil wer weiß, wann wir den schon wieder einsetzen müssen. Ich nehme jetzt mal kurz die Shotgun raus. Wenn dann doch bloß ein Zombie um die Ecke kommt, dann kann ich ja wieder wechseln. Aber ich glaube, das schaut ernst aus. Der steht auf, oder? Ah, okay. Trau dem nicht. Ich wusste es. War klar, oder? Ja, sag mal. Okay. Die werden wahrscheinlich nochmal aufstehen. Müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut. Und am wichtigsten, sie versprachen sie mir, dass ich einen Beitrag zum modernsten medizintechnischen, modernster medizintechnischer Forschung, ah ja, okay, doch, richtig, leisten würde. Hat sich bloß ein bisschen komisch gelesen. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an, ich überzeugte meine Familie und wir... Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun im Nachhinein weiß man es immer besser, dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank, die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen und muss nur meinen Job machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. So. Die Betas. Tja. Die Gammas haben wir ja schon gesehen. Hi. Ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal dabei. Nee, es bleibt nicht dabei. Jetzt bleibt's dabei. Okay. Wir müssen mal gucken, wie kommen wir jetzt denn da... Ja, ich laufe erstmal runter, damit die Karte geladen wird. Ich schon nochmal kurz sie abspeichern. Munition haben wir da... Ah ja, okay. Wir haben eigentlich noch genug von der Pistolenmunition. Ich tue jetzt noch nicht kombinieren. Ich werde erst noch ein bisschen abwarten. Weil wir haben zwar zwei Schießpulver und könnten jetzt eigentlich da noch Pistolenmunition draus machen. Aber ich bin relativ sicher, dass wir noch Munition finden werden. Also sehe ich da jetzt noch keine Notwendigkeit. Sicherheitsverriegelte Tür. Ich glaube, da müssen wir einen USB-Stick reinballern, oder? Wahrscheinlich ja. Ha! Ein USB-Stick, um Türen aufzumachen. Ist ja fast schon ein bisschen zu... Oh je. Was ist das da? Oh, der kommt auch so durch. Okay. Legst du dich bitte hin? Ich finde es immer so lustig, wie die zurückschrecken. So. So, Gammas. Oh nee. Oh nee. Okay, dann. Uhu.
Ich hoffe, die kommen da mit durch. Okay, also die Kerle, die sind ein bisschen problematischer, weil die können wir nicht einfach ausschalten. Ich habe es mal mit Explosiv-Ammo probiert. Wir haben bloß die Minen-Ammo probiert, ne? Ja, keine Ahnung, müssen wir dann später mal gucken. Okay, Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Der Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffes herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans. Wahrscheinlich heißt es komplett anders. Oder wird es komplett anders ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Adjuvans kombinieren. Um die Wirkung zu verstärken, so sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvans-Proben werden im Inkubationslager gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore, aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Gut, werden im Inkubationslabor gelagert. Das heißt, das Inkubationslabor. Hier ist. Ah, grünes Kraut habe ich übersehen. Ich hoffe, der kommt nicht durch, aber ich glaube, da liege ich falsch, oder? Hier ist auf jeden Fall ein rotes. Okay, jetzt haben wir ein Problem, aber. Ja, wobei, ich habe noch einen Slot frei. Das ist doch wieder eine zu große Tür, oder? Oh. Ist das das Inkubationslabor? Ach du Scheiße. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl dabei, Mann. Ich habe einfach. Das muss die Stromversorgung sein. Ich habe einfach wieder das Gefühl, dass wir. Ich weiß nicht, ob der wirklich warten würde, deswegen. Deswegen machen wir es lieber direkt. Oh je. Es liegt hier noch was? Nee, ne? Okay. Ah doch, hier ist noch was. Ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt haben wir leider. Ein ganzes Inventar voll mit Scheiße. Boah, ja, okay. Können wir wahrscheinlich das Erste-Hilfe-Spray bald wieder verwenden. Ich habe jetzt halt wieder keinen Platz mehr, ne? Och, nee. Also wenn die rauskommen, ich glaube ich ein bisschen. Scheiße. Da bricht einer noch raus, ne? Ich sag's euch. Das ist so. Gott. Hätten die hier etwa produziert? Ja, chillen. Das glaube ich auch. Das sind Tyrants. Was? Tyrants? Stimmt. Bewegt sich der? Also nur mal, noch mal zur Information. Ein Tyrant ist sowas wie ein Nemesis. Oh ja, der bewegt sich. Ist sowas wie Nemesis oder Mr. X, ne? Also, ich will es bloß mal gesagt haben. Scheiße, man bekommt hier Sprengstoffmunition, aber das Inventar ist voll. Boah, ey. Ich bin ja echt am Überlegen, nochmal kurz zurückzugehen, weil wir haben so viel Zeug dabei. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch, weil mir nützt es halt jetzt gar nichts. Ich muss halt irgendwie, wisst ihr, ich brauche halt irgendwie ein bisschen Platz. Ich brauche halt irgendwie ein bisschen Platz im Inventar. Die kann ich umlaufen. Ich muss bloß. Wo ist das? Ah ja, da. Das hier kombinieren. Okay. Jetzt haben wir vier ganze Heilmittel. Ja. So wird zum Thema. Das Problem ist halt, die kannst du halt echt nicht ausschalten. Boah. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, wartet mal kurz. Okay, ich tue mal ein bisschen was rein hier, weil sonst.
Ich denke, ich werde gleich ein grünes Kraut hier nehmen. Und ich denke, ich werde mir ein bisschen mehr Granatenmunition mitnehmen, weil ich glaube, das werden wir gleich brauchen. Mingranaten? Ich weiß nicht. Ich tue jetzt erstmal ein grünes Essen.